Metalode, servus und herzlich willkommen beim Drachen. Ja, und zwar habe ich mir heute überlegt, das kommt heute dieses Anime-Video, das eigentlich in der letzten Woche kommen soll. Ich nehme es jetzt nochmal neu auf. Es ist jetzt auch nicht mega krass irgendwie, aber es ist jetzt in erster Linie mal ein Video, um den es heute um drei Animes geht, die ich in meiner Jugend geschaut habe und die auf mein Real Life auch Auswirkungen hatten. Und ich hatte eigentlich Trailer dafür vorbereitet, hatte Trailer dafür bereits mit reingenommen. Das Video ist bereits fertig, aber es wurde leider gesperrt, wegen der GEMA, wieder einmal. Und deswegen kann ich es leider nicht hochladen. Es war ja sogar hochgeladen. Ich habe es im Endeffekt jetzt gelöscht, einfach deswegen, weil ich da keine Lust hatte drauf, weiterhin Konsequenzen mit diesem Video zu bekommen. Deswegen existiert dieses Video nicht mehr und ich habe es bereits gelöscht. Wir fangen heute direkt an. Es ist heute kein groß geskriptetes Video, das werdet ihr merken. Es ist heute auch nicht irgendwie jetzt voll mega vorbereitet. Im Gegenteil, im Prinzip geht es das Video heute darum, wie ich schon gesagt habe, um die Animes, die auf mein Real Life Auswirkungen hatten. Deswegen werde ich es einfach frei Schnauze machen. Ich hoffe, ihr könnt mir das mal verzeihen. Außerdem habe ich gemerkt, wenn ich nach Skript arbeite, schaut das Ganze immer ein bisschen unecht aus. Und wenn ich das Ganze dann doch ein bisschen, ich sag mal, ungeskripteter mache, ist es meistens auch ein bisschen authentischer. Und genau das will ich eigentlich auf meinem Kanal ja. Das war auch der Grund, warum ich früher meine Videos nicht geschnitten habe. Gut, da wir aber jetzt wahrscheinlich 15 Minuten für dieses Video hier brauchen, möchte ich gleich mal loslegen. Der erste Anime, ich werde euch ein Bild einblenden, ich hoffe, dass es dann nicht wieder gesperrt wird. Es ist ein Anime, der damals sehr bekannt war und ein Kartenspiel beinhaltete. Dieses Kartenspiel war damals Yu-Gi-Oh! Was gibt es zu Yu-Gi-Oh! Zu sagen? Natürlich, man hat im Laufe der Zeit mehrere hundert Euro in dieses Kartenspiel investiert, hat sich neue Karten geholt, neue Decks geholt, neue Booster-Packs geholt und immer in der Hoffnung, dass man die möglichst guten Karten bekommt, wenn man sich Booster holt. Meistens habe ich das so gemacht, ich habe eigentlich nur sehr selten Booster gekauft, ich habe eigentlich immer eher ganze Kartendecks gekauft, hat dafür gesorgt, da so ein blödes Deck fast 100 Euro gekostet hat, Ich habe damals das Yu-Gi-Oh! Deck gehabt, ich habe damals das Pegasus Deck gehabt, das waren zwei, dann hätten wir drei mit dem neueren Deck. Ich glaube, ich hatte drei Decks. Und das war allein sind ja schon 150 Euro. Dann kamen mir noch ab und zu mal ein paar einzelne Karten dazu. Dann habe ich auch noch oft mit Freunden und so weiter getauscht oder Schulkameraden damals. Und ja, da kamen dann im Ganzen so ungefähr 200 Euro zusammen. Wenn man so bedenkt, für 200 Euro gehe ich jetzt mittlerweile schon, dafür tanke ich einmal mein Auto voll, dann sind 50 Euro, 55 Euro weg. Dann gehe ich irgendwie nochmal in die Disco, gehen auch nochmal 50 Euro drauf und dann habe ich noch 100 Euro, für die ich dann einen Monat lang lebe. Es ist im Endeffekt wirklich krass, wenn man so bedenkt, also für 100 Euro lebe ich einen ganzen Monat in etwa, was Lebensmittel angeht. Das ist schon ziemlich krass, ja, was man damals reingesteckt hat. Und das ist halt auch ein Video und das ist halt auch ein Film oder ein Anime, der halt auch wirklich Auswirkungen auf mein Real Life hatte, was ich persönlich sagen muss, ist ein bisschen crazy und ein bisschen krank und meiner Meinung nach völlig scheiße. Aber gut, das kann man eben leider nicht ändern, es ist eben leider so. Der nächste Anime ist ein Anime, den viele von euch kennen. Der hatte jetzt nicht so starke Auswirkungen wie in dem Fall Yu-Gi-Oh!, aber er hatte auch Auswirkungen auf mein Real Life. Besonders deswegen, weil davon zwar keine Kartenspiele, wobei man hatte auch davon Karten, aber es ging in erster Linie darum, dass es halt auch wirklich Videospiele davon gab, was für mich damals eine sehr attraktive Situation war, weil ich mochte den Anime, mir hat er sehr gut gefallen und mir hatten auch die Videospiele gefallen. Hat dafür gesorgt, dass ich mir davon mehrere gekauft habe, aber dazu gleich mehr. Die Rede ist natürlich, wer hätte es gedacht, von Pokémon. Pokémon ist im Prinzip eine der Serien, die auch heute noch sehr beliebt sind. Yu-Gi-Oh! Ist ja irgendwann mäßig interessant geworden für die meisten. Pokémon ist da ein bisschen was anderes. Ich persönlich denke, bei Pokémon liegt es auch wirklich daran, dass es da auch wirklich sehr viele, ich sag mal, Filme gibt, sehr viele Spiele gibt. Es gibt dafür nicht nur Karten, sondern es gibt, oder ich weiß gar nicht, ob die Karten noch existieren, ob da noch neuere Karten davon existieren. Damals, zu meiner Schulzeit jedenfalls, als ich in der 5., 6., 7. Klasse war, also in der 7. nicht mehr, aber in der 5. und 6. Klasse in dem Zeitraum, das war so 2000 bis 2003 oder was, sag ich mal, in dem Zeitraum in etwa, und nein, ich bin nicht sitzen geblieben, ich habe jetzt nur einen gewissen Zeitraum festgelegt, jedenfalls in diesem Zeitraum in etwa waren damals die Karten überall aktiv. Das war dann kurz vor der Yu-Gi-Oh! Zeit. Ich habe von Pokémon den ersten, den zweiten und den dritten Film. Den ersten habe ich sogar tatsächlich noch auf VHS, das muss man sich mal geben, den habe ich auf VHS. Den habe ich damals zu Weihnachten bekommen und ich war ultra begeistert davon. Ich habe von Pokémon ein Buch
Ich habe von Pokémon die gelbe Edition zweimal. Ich habe die schwarze Edition, die habe ich mir viele Jahre später gekauft. Obwohl ich eigentlich alle, ich hatte die rote Edition, ich hatte die blaue Edition, die eigentlich meiner Schwester gehörte, die ich aber gespielt habe, weil meine Schwester keinen Gameboy hatte und weil meine Schwester eh kein Pokémon gespielt hat. Und deswegen habe ich die rote und die blaue Edition und die gelbe. Und die gelbe Edition hatte ich zweimal. Und ich habe mir dann, keine Ahnung, im Alter von 20 oder was, habe ich mir dann nochmal die Edition schwarz gekauft, weil die damals für den Game Boy DS war und, keine Ahnung, mich das damals interessiert hat. Wobei ich sagen muss, dass mich Pokémon Ranger mehr interessiert hätte, aber das habe ich damals noch nicht geholt und das habe ich mir auch nie geholt im Nachhinein. Ich habe von ein paar Freunden damals für die Nintendo Wii, oder nee, für die Nintendo GameCube war das damals noch, ich habe für die GameCube damals mir ein Spiel ausgeliehen, auch Pokémon, war auch ganz cool. Hat mir aber auf Dauer auch nicht gefallen. Im Prinzip muss ich sagen, die ersten zwei Staffeln, vielleicht, man könnte vielleicht sagen, die ersten drei Staffeln mit der Johto-Liga waren noch cool. Alles danach hat mir nicht mehr gefallen. Auch fand ich das danach einfach wahnsinnig übertrieben. Es gibt einfach viel zu viele Pokémon mittlerweile. Ich weiß nicht, um die 800 bis 1000 Pokémon werden es wohl mittlerweile sein. Und falls diese Zahlen nicht stimmen, ich weiß es nicht, ich habe mich damit nie befasst, wie viele es mittlerweile sind. Damals waren es 150 Pokémon, 151, wenn man Mew und Mewtwo dazu zählt. Ich weiß jetzt nicht, welches von beiden das 151. ist. Ich glaube, das war Mewtwo, weil es geklont war aus Mew. Wie dem auch sei. Ich habe den ersten, ich habe den zweiten, ich habe den dritten Pokémon-Film. Der erste war cool, der zweite war cool, der dritte war schon wieder übertrieben, weil schon wieder, naja, da kam dann Entei und die ganzen Entei-Kreaturen dazu. Und es war einfach schon wieder wahnsinnig übertrieben und fand ich einfach schon wieder uncool. Ja, und dann kamen nicht nur normale Pokémon, sondern dann gab es auch noch die legendären Pokémon. Dann haben sie neue Arten, wie zum Beispiel Metall-Pokémon dazu oder halt Stahl-Pokémon dazu gesetzt. Dann gab es, was gab es noch? Dann, es gab so viele Pokémon, dann gab es noch verschiedenste Typen. Ich meine, es gab schon Geist, Käfer, es gab Psycho, es gab Feuer, Wasser, Erde. Oder halt Pflanze. Erde gab es in den. Ja doch, Erde gab es im Prinzip auch noch. Es gab Gesteins-Pokémon. Und das war dann eigentlich schon meiner Meinung nach mehr als ausreichend. Dann kamen noch Metall-Pokémon dazu. Und dann gab es noch die normalen Pokémon-Typen, muss man dazu sagen. Es gab auch noch die Normaltypen, wie zum Beispiel Radfratz und so weiter. Das fand ich noch cool. Aber das kamen dann irgendwann so viele, einfach so abgefahrene Kreaturen dazu. Das war einfach wahnsinnig übertrieben. Ich meine, dass man ein paar mehr Geisttypen dazu nimmt, okay, kann ich nachvollziehen. Es gab damals ja nur drei Geisttypen, Nebula, Gengar und, jetzt habe ich den Namen vergessen, Alpollo. Die drei Typen gab es damals nur, das waren ja nur drei Geist-Pokémon. Das fand ich schon ein bisschen schade damals. Also so 200 Pokémon, ja, kann man lassen, aber ich glaube mit der Johto-Liga wurden es dann sogar 230, wenn ich mich nicht ganz komplett täusche, oder 231 und dann kamen ja immer noch mehr dazu, also das war einfach wahnsinnig übertrieben und das finde ich bis heute übertrieben. Pokémon an sich ist schon ziemlich geil, ich habe die ersten drei Staffeln, also die ersten zwei Staffeln komplett durchgeguckt vor kurzem erst wieder, die dritte Staffel habe ich angeguckt, aber sofort wieder die Lust verloren. Kann ich nichts machen, ist halt einfach so. Der dritte ist natürlich auch ein Anime, der mich damals beeinflusst hat, auch real-life technisch beeinflusst hat. Und das Ganze war damals Beyblade. Nun, bei Beyblade konnte man damals ja sich die Blades selber holen. Man konnte die Blades aufbessern, man konnte sie verändern. Das war damals so eine Sache, das war so wieder ein typischer Sammelrausch. Kauf dir den Blade, bau ihn zusammen, spiel mit ihm, verbessere ihn, hol dir einen schwereren Ring, hol dir einen leichteren Ring, hol dir einen anderen Kampfring und so weiter und so fort. Also es gab ja mehrere Reihen und so weiter, da gab es ja Möglichkeiten, die zu verbessern. Dann gab es welche, die hatten plötzlich Metallteile dabei und so weiter. Also es war ziemlich cool damals auch, aber ich habe auch bestimmt da mehrere, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, was ein Beyblade gekostet hat. Beyblade, muss ich sagen, wäre einer der wenigen Dinger, wo ich mir wirklich mal wieder ein Beyblade holen würde, einfach weil ich Spaß dann hatte damals. Ich habe sogar damals eine eigene Arena gehabt, also ich hatte damals einen Beyblade, hatte dann mehrere, verschiedene, hatte dann Drigger, war übrigens, falls es euch interessiert, Drigger war damals mein Lieblings-Bitbeast. Und dann hatte man halt auch noch verschiedene Bitbeasts und dann hatte man noch verschiedene Pokémon und alles. Pokémon. Dann hatte man noch verschiedene Bitbeasts, dann hatte man noch verschiedene Teile für die Dinger. Ich hatte zum Beispiel dann noch eine Arena, mit der man spielen konnte, die auch saugeil war. Also da gab es so viele geile Möglichkeiten irgendwie, irgendwas draus zu machen. Das war schon cool. Aber von Beyblade hat man dann nicht mehr sonderlich viel gehört. Also ich kannte nur die Staffel mit Kai, mit Tyson, mit Max und mit Ray. Diese drei kannte ich und ja, das waren halt diese. Und andere kannte ich dann nicht. Also es gab dann irgendwie anscheinend nochmal zwei weitere Staffeln, aber die kannte ich dann irgendwie gar nicht. Also es war
wie bei Naruto damals mit Naruto und Naruto Shippuden, gab es dann, glaube ich, auch bei Beyblade nochmal einen Zusatz zum Namen. Und es war quasi dann, Beyblade war quasi die erste Generation, dann gab es die zweite Generation und ich glaube, es gab sogar eine dritte Generation, habe ich vor kurzem gesehen. Zu Beyblade gibt es an sich nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß noch, dass einer von uns damals im Werkunterricht gefragt hat, weil wir freie Kunst hatten, ob er vielleicht einen Beyblade aus Holz machen könne oder ob wir mal einen Beyblade aus Holz machen könne. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich mal einen gebaut, aber ich war noch nie besonders geschickt mit solchen Sachen und meiner hat ausgesehen. Ich glaube, der hat nicht damit funktioniert, glaube ich. Also, war schon ein bisschen creepy halt. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es richtig, richtig geil. Und es gab, glaube ich, auch welche, die links rum und rechts rum gingen. Die hatten dann auch innen so ein L mit dem Pfeil nach links und dann der andere hatten einen rechts mit dem Pfeil nach rechts. Ja, war für Linkshänder und Rechtshänder geeignet. Obwohl ich nicht weiß, ob es da einen Unterschied gibt. Ich habe nicht wirklich viel Kohle dafür ausgegeben. Ich weiß nicht, ob es für Beyblade einen Film gibt. Habe ich nie nachgeschaut, habe ich mich auch nie wirklich für interessiert, muss ich sagen. Und ich interessiere mich bis heute nicht dafür, muss ich sagen. Ja, das war es dann aber eigentlich soweit für heute. Ja, nächste Woche kommt ein Time of Metal zum Thema. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich da zum Thema nehme. Es gibt genug. Ich habe vielleicht überlegt, Amon Amarth zu nehmen, weil die haben ja jetzt ein neues Album. Aber dazu dann am Montag noch genaueres. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein und ich hoffe, dass dieses Mal das Video nicht wieder gestrikt wird. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.